Da sieht aber jemand glücklich aus. Álvaro Soler kam zu den Green Awards 2022 in Berlin nicht alleine, sondern in reizender Begleitung von Model Melanie Kroll. Die beiden strahlten auf dem roten Teppich um die Wette und erweckten stark den Eindruck, ein Paar zu sein. Gerüchteküche brodelt schon lange. Ob es bald ein Lied mit dem Titel Melanie gibt? 2016 gelang Álvaro Soler immerhin sein Durchbruch mit dem Ohrwurm Sophia, den er seiner damaligen Freundin Sophia Ella gewidmet hat. Die beiden trennten sich im April 2021. Seitdem ist der Sänger offiziell Single. Doch bereits Ende letzten Jahres wurde gemunkelt, dass der einstige Sing meinen Songstar wieder frisch verliebt sei, und zwar in das deutsche Model Melanie Kroll. Nun zeigten sich die beiden erstmals zusammen auf einem offiziellen Event. Im Podcast Please Du B hatte der Musiker zuvor Andeutungen gemacht, dass es eine neue Frau in seinem Leben geben könnte. Denn die Frage nach seinem Beziehungsstatus beantwortete er folgendermaßen: Keine Ahnung. Weißt du, ich bin immer verliebt. Laut Bildinformationen wollten sie sich beim Green Tech Festival jedoch nicht zu ihrem Beziehungsstatus äußern. Aber manchmal sagen Bilder ja mehr als 1000 Worte. Wer ist Melanie Kroll? Die 1,78 Meter große Blondine mit den grünen Augen arbeitet als Model und lebt laut ihrem Instagram-Profil in Berlin und Barcelona. Welch Zufall! Denn auch der Musiker wohnt in Berlin und wurde in der katalanischen Hauptstadt geboren. Außerdem verrät sie: Ich zwinkere selten mit den Augen, wenn jemand Fotos macht, und ich kann sprechen, während ich lächle, damit es niemand sieht. Haha! Manche Dinge lernt man einfach, wenn man als Model arbeitet. Vielleicht kann sie diese Tricks ja Álvaro beibringen. Wer weiß, wann er das als Sänger mal gebrauchen kann. Er ist 10.